Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach. Eines vorweg: Niemand kann dir helfen, wenn du dir selbst nicht hilfst. Es gibt da diesen Spruch: Hilf dir selbst und dann hilft dir Gott. Es ist wirklich so. Nicht mal Gott, der dir den freien Willen und den freien Gedanken geschenkt hat, kann eingreifen, wenn du negative Gedanken hast. Das Gute ist, deine Gefühle sagen dir ganz genau, ob du negative Gedanken hast oder ob du in Richtung positivere Gedanken gehst. Hast du negative Gedanken, dann hast du auch ein negatives Gefühl. Hast du positive Gedanken, dann hast du auch ein positives Gefühl. Bewegst du dich von positiven Gedanken in Richtung negative Gedanken, da bekommst du ein negatives Gefühl. Bewegst du dich von negativen Gedanken in Richtung positive Gedanken, dann hast du ein positives Gefühl. Du spürst Erleichterung. Schau, dass du immer auf dem Weg der Erleichterung bist. Fühlt es sich besser an, dann bist du am richtigen Weg. Fühlt es sich schlechter an, dann bist du am falschen Weg. Nütze deine Gefühle, denn sie sind dein angeborenes Navi, die dir deinen Weg weisen. Du achtest ja auch auf deinen Geschmackssinn. Du gehst nicht zu einem Buffet, wo es tausende Speisen gibt und nimmst irgendetwas, sondern du kostest dich durch und am nächsten Tag kostest du dich wieder durch und dann kostest du dich wieder durch und irgendwann wirst du deine Lieblingsspeisen herausgefunden haben. Und so ist es mit dem Leben. Wenn du dein Leben beginnst, du kostest dich durch deine Erfahrungen und denkst dir, ja, diese Erfahrungen will ich wieder machen und diese Erfahrungen will ich nicht wieder machen. Und konzentriere dich auf diese Erfahrungen, die du wieder machen willst. Du musst nicht gegen die negativen Erfahrungen kämpfen, du musst nicht gegen die Speisen, die dir am Buffet nicht schmecken, kämpfen und sie wegräumen. Konzentriere dich einfach auf die Dinge, die dir schmecken und die sich gut anfühlen für dich. Oft hört man den Spruch, wir leben in der Zeit des Erwachens. Doch um was geht es eigentlich bei diesem Erwachen? Ich denke, es geht dabei eher um ein Wiederaufwachen. Als Kind warst du wach, als Kind warst du offen, als Kind warst du voller Freude und Neugier. Diese Freude und Neugier hast du dir vielleicht irgendwann nehmen lassen, in der Schule oder schon vorher im Kindergarten oder im Beruf. Aber du kannst dir diese Zuversicht, diese Freude, dieses Wissen, dass du alles erreichen kannst, was du dir vorstellen kannst, diese freudige, zuversichtliche, bejahende Leben kannst du wiederbekommen. Aber dazu ist es wichtig, dass du erkennst, dass du deine eigene Realität erschaffst. Mit deinen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen erschaffst du deine eigene Realität. Das, was du aussendest, bekommst du zurück. Höre auf dein Gefühl, das ist dein Navi. Es sagt dir immer, ob du am richtigen Weg bist oder nicht. Du erschaffst deine eigene Wahrheit. Du erschaffst deine eigene Realität. Du musst nicht um die Wahrheit mit anderen kämpfen. Jeder erschafft seine eigene Wahrheit und Realität. Schau,
Schau, dass du wieder aufwachst. Erkenne dich selbst in deiner Realität. Das ist eigentlich dieses Aufwachen. Sieh die Realität, deine persönliche Realität als Spiegelung deiner eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Wie gesagt, es geht um deine persönliche Realität. Das ist entscheidend. Sei so gesund egoistisch, dass du deine eigenen Ziele verfolgst und gewähr auch jeden anderen, dass er seine eigenen Ziele verfolgt. Niemand muss dir folgen. Sei ein Vorbild für andere, das ist alles, was du sein kannst. Du musst nicht andere jetzt zu deinen Überzeugungen bekehren. Jeder kann denken, fühlen, glauben, was er will. Es ist wichtig, dass du wieder aufwachst, dass du wieder zu dieser kindlichen Freude und Neugier gelangst, die dein Geburtsrecht ist. Gerne coache ich dich als Lower Coach wieder zu dieser kindlichen Neugier und Freude, zu dieser Offenheit, zu diesem Glauben, dass du alles erreichen kannst, was du dir vorstellen kannst. Melde dich einfach bei mir. Ciao.